Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Wie verdaut der FC Basel die Schmach von Bern? Wie reagiert der Murat Yakin auf seinen missglückten Auftakt? Und kommt jetzt bei GC der grosse Befreiungsschlag? Das ist das Kickoff. Grüß euch miteinander. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Heute Abend um 8 Uhr ist schon wieder Abpfiff in dieser englischen Woche für die 8. Runde. Und wir werfen jetzt schnell einen Blick auf das Spiel, das uns erwartet. Heute um 8 Uhr spielt GC gegen Thun. Dann haben wir morgen IB gegen FC St. Gallen, Basel gegen Luzern. Dann spielt Xamax gegen FC Lugano. Und am Donnerstag spielt dann noch der FC Sio gegen FCZ. Der FC Basel ist letztes Wochenende im Stade de Suisse gegen IB regelrecht vorgeführt worden. Gegen 1-7 haben sie verloren. Und die Kanterniederlage, die muss man natürlich zuerst einmal verdauen. Nächste gelbe Karte oder gibt's Rot? Es gibt Rot. Auch das noch. Ebischer, 5-0. Der FCB wird in seine Einzelteile zerlegt. Und auch Bertone schießt sein Tor. IB spielt's einfach zu gut. Assale. Macht sie! Das ist eine Machtdemonstration. Das ist Ausdruck der neuen Hierarchie im Schweizer Fußball. Der FC Basel bricht in diesem Spiel komplett auseinander. Und ich möchte meine beiden Experten, den Philipp Montandon und den Benny Lütti, fragen. Schön, seid ihr da. Wie hätte es passieren können, Philipp? Das ist eine gute Frage. Auf der einen Linie denke ich mal ein IB, wo eine Selbstverständlichkeit momentan an den Tag legt, ja, dass man einfach die Gewissheit hat, dass es läuft. Wir sind gut, wir sind die Nummer 1 in der Schweiz. Auf der anderen Seite ein FC Basel, wo komplett von der Rolle war, vor allem was die zweite Halbzeit auch anbelangt. Also man hat gesehen, wenn man Goal noch mal anschaut, da war keine Gegenwehr mehr da, da war keine Mannschaft da. Es waren ein paar Einzelkämpfer rum, die komplett sich aufgegeben haben und sich in diesen Rollen sich nicht mehr gefunden haben. Und, ja, es war ganz ein spezieller Nachmittag in Bern, wo ja, glaube ich mal, Berner sicher nie werden vergessen, aber Basler auch nicht, aber sicher im negativen Sinn, dass dort wirklich gemerkt haben, hey, wir sind wirklich auch qualitativ, nicht nur vom mentalen Bereich, wirklich qualitativ haben wir unsere Vormachtstellung in der Schweiz momentan definitiv verloren. Und trotzdem hat der Präsident des FC Basel, der Bernhard Burgener, nach dem Spiel gesagt, wir haben ja diesen Ziel fest, wir wollen weiterhin um einen Meistertitel kämpfen, wir wollen auch den Cup gewinnen. Und ich frage mich ein bisschen, wenn ich so eine Aussage höre, nach so einer Kanterniederlage, wieso tut man zu Basel viele Sachen ein bisschen schönreden? Ich finde es speziell, so eine Aussage zu machen nach so einem Spiel. Man kann das ja gleich auch im Inneren haben, den Gedanken, aber so, nach so einem Spiel sollte man demütig sein, sollte man die ganze Situation mal beobachten, vielleicht nicht mehr zu viel sagen. Und es ist wirklich, ja, es ist ein Zeugnis von den letzten eineinhalb Jahren, wo es viel Wechsel gibt. Und es ist jetzt wirklich ein Zwischenzeugnis, wo sie wirklich merken, es stimmt einiges, vor allem strukturell nicht. Der Marcel Koller ist gekommen. Es hat sich etwas verändert, aber ich habe es dann schon gesagt, ich kann keine Wunder bewirken, wenn das strukturell so ein Problem ist. Wie du als Marcel Koller deine Mannschaft jetzt auf ein nächstes Match gegen Luzern vorbereiten, wenn du so eine Kanterniederlage hast am Wochenende? Ja, im mentalen Bereich. Also, ich glaube, es bringt jetzt nicht mehr viel, wenn man jetzt zwei Tage lang die Spiel analysieren und wie man es normal macht, das bringt gar nichts. Ich glaube, jetzt wichtig ist, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie reden miteinander. Ich glaube, die Leithammel, vielleicht auch die junge Mannschaft, sind einige junge Exponenten auf dem Platz gestanden, die zum Teil das erste Mal auf dem Platz stehen, dass man dort halt mit denen kommuniziert, dass man auch ein gewisses Selbst
Vertrauen denen auch wieder zurückgibt. Weil da passiert schon einiges mit dem Spielen, gerade nach so einem Spiel. Und das ist extrem wichtig, dass der Marcel Kohler die richtigen Worte findet. Soll er denn noch mal auf die Jungen setzen? Noah Okafor zum Beispiel, der gespielt hat. Oder sollte er vielleicht wieder eher Luca Zuffi spielen? Ich bin grundsätzlich Fan von Luca Zuffi. Er bringt sicher Stabilität rein, weil er vielleicht nicht die beste Phase hat. Jetzt ist der Balanta noch gesperrt. Vielleicht geht er frei. Eins hinten, Luca kommt rein. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Man muss sich wieder besinnen auf die einfachen Sachen. Und dann kann ein Junge sein, älter sein, spielt nicht so eine Rolle. Aber Philipp hat gesagt, Kommunikation ist wichtig. Ein Zusammenstehen, wenn das grosse Ganze nicht stimmt, muss man vielleicht im Kleinen wieder zusammenstehen und dann wieder grösser werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Vorgehensweise, wie ich es machen würde. Siehst du die Jungen als einen Fehler oder nicht unbedingt? Du hast vorhin gesagt, man muss mit ihnen reden, oder? Du sagst nicht unbedingt, nein, man sollte nicht mehr auf die Jungen setzen, so wie er es jetzt gemacht hat. Nein, ich bin absolut der Meinung. Also, ich sage, jetzt muss man ganz einfach wieder eine Basis muss man wieder legen. Und ob man jetzt das mit den Jungen macht oder mit den älteren Spielern, das sind Randnotizen. Das sind wirklich Randnotizen. Es ist wichtig, dass die gesamte Mannschaft jetzt zusammenrückt. Sie sind mehr als nur durchgeschüttelt worden. Und dass dort wirklich ein Zusammenrütteln, ein Zusammenschliessen eigentlich stattfindet. Ich glaube, nicht nur von der Mannschaft, sondern vom ganzen Verein. Dass man sich dort wieder besinnt, die Ruhe bewahrt und dementsprechend das Selbstvertrauen, das jetzt sehr gelitten hat, auch wieder versucht aufzubauen. Und da sind welche Exponente in dieser Mannschaft, die jetzt nachher auflaufen, finde ich nicht so zentral. Kommen wir noch zum Gegner vom FC Basel, zum FC Luzern. Der René Weiler hat im letzten Spiel auf Schgelci im Demhasch eingesetzt, allein im Sturm vorne. Es würde auch noch die Variante geben, Blessing Elekhe. Was macht mehr Sinn jetzt gegen Basel? Vielleicht bringt er ja beide. Ich glaube nicht, 4-2-3-1 ändern. Das hat er glaube ich, jetzt immer gespielt. Aber vielleicht bringt er mal Überraschung und lässt ihn auf dem 9,5 spielen. Das kann auch sein, dass er vielleicht ein bisschen mehr gefahren hat. Wir lassen uns überraschen. Aber ich glaube, vielleicht spielt er mit den zwei zusammen. Aber das gleiche System, habe ich das Gefühl, wird dabei behalten. Welcher überzeugt dich mehr? Blessing Elekhoch im DMHC? Ja, das ist momentan schwierig zu sagen. Oder? Es ist ein bisschen situativ, wie er sich dort entscheiden kann. Es ist systemabhängig. Und ich glaube, für Luzern ist jetzt wichtig, vielleicht das Momentum, die Unsicherheit, die Basel momentan hat, werden sie sicher dementsprechend versuchen, auch auszunutzen, gerade von Anfang an ein Zeichen setzen, dass sie, ja, jetzt kannst du mal in den St. Jakob Park reingehen und sagen, hey, sie sind angeschlagen, wir haben eine Chance zum Punkten und sie werden sicher nicht einfach mit Mann und Maus hinten reinstehen, wie das vielleicht in der Vergangenheit viele Mannschaften gemacht haben. Und also erwartest du den mutigen Auftritt von Luzern jetzt nach dieser Klatsche, die Basel hatte? Ja, absolut. Aber sie müssen sich auch besinnen. Also, sie kommen auch nicht aus einer guten Phase raus. Also, aber sie werden sicher ihr Seil eher in der Offensive suchen. Was ist mit dem Christian Schnäuli? Der hat bis jetzt noch nicht eine super Saison gezeigt, wartet immer noch auf das erste Goal. Könnte es dort eventuell einen Wechsel geben? Filip Ugrinic, der zum Beispiel schon in Startelf gestanden gegen IB. Oder wäre das jetzt auch ein falsches Zeichen, wenn der Spieler einfach auswechseln, wenn es halt mal nicht so läuft? Wir haben es vor der Sendung besprochen, man braucht solche gewisse Eckpfeiler. Die kann man schon mal auswechseln, aber grundsätzlich sollte man auf die setzen, wenn sie mal vielleicht eine schlechtere Phase haben oder nicht so eine produktive Phase haben, dass dort das Vertrauen sicher herrscht und dass man die Eckpfeiler sicher beibehalten. Ja, also jetzt Ugrinic kann man vielleicht auch im Zentrum ein bisschen mehr spielen, aber der Flügel ändert nicht. Der Krigl, der hat noch gegen seine Goal geschossen, irgendwann mal. Also, der kommt dann schon wieder. Ja, schlussendlich, wo führt es an? Wenn du jedes Mal eigentlich, du hast ein Stammpersonal, das du eigentlich hast. Und dann, es gibt immer eine Phase in der Meisterschaft, du hast 36 Spiele in der Meisterschaft. Und dann gibt es einfach mal Phasen, wo es einfach nicht so läuft. Und dann genau in diesem Moment musst du auf die Spieler zählen und ihnen das Vertrauen geben, okay, es läuft mir nicht so gut, aber du spielst. Und das sind dann die nicht, Spieler, wo die Mannschaft wieder aus dem Dreck rausholt. Oder? Und das ist extrem wichtig. Ja, an dieser Stelle kommen wir zum Spitzenkampf zwischen IB und dem FC St. Gallen. Und für Berner Young Boys ist es nach dem letzten Wochenende natürlich ganz wichtig, dass sie sich nicht anfangen, auf den Lorbeeren ausruhen. Ja, wir rollen und es ist besonders mental. Es beginnt wieder zu null am Mittwoch, 0-0 gegen St. Gallen. Wir wollen hier in Status Quo, also unseren Weg weitergehen. Wir haben 7 Spiele, 7 Siege. Also wir müssen probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Einen Tag werden wir auch nicht gewinnen, aber solange wir sind auf diesem Weg, diese Mannschaft hat einen unglaublichen Spirit und heute einen starken Charakter gezeigt. Ich gratuliere das Team wirklich.
IB hat ein relativ happiges Programm. St. Gallen, Samstag Thun, der Angstgegner, kann man fast sagen, dann Juventus Turin. Es ist schon rotiert worden jetzt gegen Basel. Der Nicolas Moumi im Gamelin im Sturm vorne anstelle von Roger Assale, der Michel Lebischer anstelle vom verletzten Djibril Sow. Können es wieder Rotationen geben? Jetzt gegen St. Gallen. Die wird es gezwungenermassen geben, weil ich nehme an, den Babu wird nicht spielen können. Wird es gezwungenermassen geben. Aber sie haben auch in der Breite eine Qualität in ihrem Kader, wo sie immer wieder die Eckpfeiler auswechseln und bringen können. Und sie ziehen es solid durch. Also von dem her, für das haben wir ein breites Kader. Und das Kader ist bei IB einfach so qualitativ gut aufgestellt, dass sie das immer wieder können auffangen können. Und das brauchen sie, wenn sie international bestehen. Wer wird für den Kevin und Babu spielen? Wieder der Thorsten Schick, oder? Thorsten Schick mit denen der Fuß. Also für ihn zählt, er ist auch Rechtsfuß, glaube ich. Für Ulysses, der Garcia ist eher ein Linksfuß. Vielleicht bringt er den mal als Versuch. Ich würde eher auf den Rechtsfuß setzen, über die rechte Seite. Schick. Noch zum FC St. Gallen. Die hatten ein rabenschwarzes Wochenende, verletzungsbedingt. Der Cedric Gitten, Kreuzband gerissen, Innenband gerissen. Der Nicolas Lüchinger hat Schlüsselbein gebrochen. Ohne Topscorer der FC St. Gallen. Es wird schwierig gegen IB, aber was haben Sie für Varianten jetzt anstelle von Cedric Gitten? Ja, sie sind doch in der Offensive sind sehr variabel aufgestellt. Also man kann dem System, den Bus kann man eigentlich ganz in die Spitze hineinsetzen. Man hat nachher auf der Außenposition einen Taffer, den man kann ersetzen kann. Ben Khalifa, der von der Bank auch reingekommen ist. Also, sie haben dort doch die eine oder andere Variante, wo es den Gitten könnte. Und natürlich jetzt, durch den Ausfall müssen ersetzen. Das ist so. Wie ist dort die Chance von St. Gallen ohne Topscorer gegen IB? Ja, relativ klein, vor allem auswärts. Und, es wird sich jetzt zeigen mit dieser Stürmerposition. Oder? Sie müssen es längerfristig kompensieren. Von dem her ist es gar nicht so schlecht. Jetzt gibt es keine andere Wahl. Es sind nur 2-3 Spiele, sondern ein halbes Jahr oder noch länger. Von dem her, die Chance jetzt unter der Woche gegen IB ist eher klein. IB der Riesenlauf. Aber schon eine Chance. Man kann es doch irgendwie, frisch von der Rebel wegspielen. Ebenfalls morgen spielt Xamax gegen FC Lugano. Und für die Neuenburger ist der Match natürlich unglaublich wichtig, wenn sie irgendwie den Sprung vom Tabellenende weg schaffen. Aber unser Experte Marcel Reif hat am Wochenende gesagt, für ihn sei das ein totales Qualitätsproblem. Also er sehe, dass es für Xamax unglaublich schwer wird. Ist es effektiv so? Ist es ein Qualitätsproblem? Sprich, dass der Abstieg fast schon eine besiegelte Sache könnte sein. Nein, wir sind noch relativ am Anfang von der Meisterschaft. Da müssen wir schon ganz objektiv das Ganze sehen. Was natürlich vorhanden ist, Xamax ist als Aufsteiger da. Sie haben ihre Mannschaft nicht rigoros verändert oder verstärkt. Sie haben schon in der Challenge League in dem Sinn aus dem Kollektiv rausgelebt. Das Kollektiv ist immer noch da, nur hast du natürlich auch andere Gegner. Und ich glaube, die viele Spieler, die das Superliga-Niveau noch nicht haben, brauchen vielleicht den einen oder anderen Match mehr, dass sie das adaptieren können. Und dementsprechend, die Euphorie ist jetzt verflogen. Wir sind ja nicht schlecht gestartet. Wir haben aus den ersten 3 Spielen die 4 Punkte geholt. Also, sie brauchen jetzt vielleicht ein Zeit, bis sie in den normalen Rhythmus hineinkommen, bis sie das Ganze angenommen haben. Und wenn das Kollektiv nachher wieder stimmt, können sie meiner Meinung nach immer noch eine gute Rolle spielen. Klar wäre es bis am Schluss gegen den Abstieg spielen, aber sie können dort mithaben. Der Raphael Nuzzolo war nicht in Startelf am Wochenende. Setzt er wieder auf ihn? Es bringt auch ein bisschen Unruhe, natürlich, wenn du so eine Routine einfach auf die Bank tust. Gegen Aussen vielleicht schon, aber es ist eine englische Woche. Ich meine, ich habe schon erlebt, dass der Trainer zu dir kommt und sagt, los, der erste Match spielst du nicht, wo die nächsten 2 Matches spielst. Ist vielleicht gegen Aussen vielleicht ein Zeichen auch für die Mannschaft, gegen Aussen, wir wollen etwas versuchen, aber intern habe ich das Gefühl, dass er gute Kommunikation hat mit dem Captain, mit so einem wichtigen Spieler. Und dann habe ich das Gefühl, grosse Wellen wird werfen, glaube ich. Kommen wir noch zum FC Lugano. Die Swiss Football League hat das Verfahren eröffnet wegen Fabio D'Aprela, der Cedric Gitten gefoult hat. Wir haben vorher schon darüber geredet. Das Kreuzband und das Innenband sind kaputt. Er fällt 6 bis 9 Monate aus. Mich würde zuerst mal eure Meinung interessieren, wenn ihr die Bilder noch mal seht. Ja, da gibt es nur eine Meinung. Also, das ist. Gehört nicht auf den Fußballplatz. Also, ich bin absolut für Härte, was es braucht. Das ist ein
ein Sport, wo Körperkontakt da ist und alles, aber so etwas gehört nicht auf den Platz. Nein, das geht nicht. Es war sicher im Affekt. Es würde sicher keine Absicht an sich. Aber so Sachen geht nicht und es muss hart bestraft werden. Das hat auch gravierende Folgen. Und das darf nicht sein und das weiss der Spieler selber auch, glaube ich. Bis jetzt gibt es noch keine News, wenn es eine Sperre gibt, ob es eine Sperre gibt überhaupt. Wer könnte für ihn spielen, wenn er jetzt morgen schon nicht mehr auf dem Platz dürfte stehen? Stand jetzt, weiss man noch nicht. Ja, gut, für mich ganz klar Sulmoni, der spielen kann, der in den letzten Jahren auch in der Super League immer eine gute Rolle gespielt hat, ob das in Thun oben war oder in Lugano. Also von mir steht absolut kein Problem, dass wir ihn ersetzen können. Was beim FC Lugano noch spannend ist, ist der Abgang von Hassan Sissé. Man war gespannt, wie seine Offensive weitergeht, wie er zum FCZ geht. Jetzt der Alexander Gent ist am Wochenende aufgeblüht. Ist das Zufall oder ist es so wie ein bisschen, hey, jetzt kann ich mich wieder präsentieren, jetzt muss ich auch liefern, so ein bisschen einen gesungen Druck, der ihm da gut tut? Wie bei St. Gallen, jetzt müssen wieder andere Leute in die Presse springen. Und es gibt wieder Raum, es gibt wieder Freiraum, vor allem physisch, aber auch psychisch gibt es Raum für die Leute. Und dann können sie sich auch wieder ein bisschen entfalten. Und jetzt für Gent ist es lange Zeit nicht so richtig gelaufen. Jetzt hat er wieder ein Zuspiel, glaube ich, und hat wieder Trauen, die er wirklich wieder gerne hat. Und die hat jetzt wieder rausgeholt am Wochenende. Ein bisschen selbstbewusst sein, wieder aufgepackt wird. Ja, dann kommen wir noch zum Spiel Sio gegen FCZ. Der Auftakt unter dem neuen Trainer, unter dem Murat Yakin, der ist ja nicht glücklich. Der FC Sio hat am Wochenende gegen Thun 1-4 verloren und wir hatten Jan Bammert kurz nach dem Abpfiff bei uns im Interview gehabt. Das ist immer eine Sache mit dem neuen Trainer. Klar, der frische Wind kommt immer rein, aber wir haben auch noch nicht so viele Trainings mit ihm zusammen gehabt. Wie wir gesehen haben, haben wir auch ein neues System gespielt, das wir noch nicht so gewöhnt sind, wo die Automatismen auch noch nicht so vorhanden sind. Und der Match heute hat gezeigt, dass wir noch sehr viel arbeiten müssen, aber für das ist er auch gekommen. Wir sind eine junge Mannschaft, die lernwillig ist, der will arbeiten, sich verbessern. Und, ich glaube, wir haben noch genug Punkte, wo wir grosses Potenzial haben. Aber er bringt klar wieder frischen Wind in die Mannschaft, wieder den Willen und den Biss zum Arbeiten, zum besser werden. Der ist sowieso da. Den sehen wir jeden Tag bei den Jungs. Und, Das neue System hat er angesprochen. Wie schnell bringt man Automatismen in eine Mannschaft? Gerade in einer englischen Woche, wo du nicht viel Zeit hast, ist es noch so eine Aufgabe, die man zu bewältigen hat, oder? Die ist sicher nicht ohne. Und, bekanntlich ist es ja nicht im Wallis, dass man allzu viel Zeit hat, um Sachen eigentlich einstudieren, lernen. Aber das ist ein Prozess, wo die Mannschaft muss gehen, mit dem Trainer zusammen. Also, da ist noch glaub, kein Trainer gekommen und hat gesagt, wir spielen das so. Und die Mannschaft hat sich gerade können umsetzen 1-1. Das ist ein Prozess, wo auch Zeit braucht. Und, ich glaube, wir können in einem Monat, anderthalb, können wir mal das ganze anschauen, wie es sich aussieht. Aber es braucht sicher noch ein paar Wochen. Vielleicht war es so bewusst ein Check, mal die Spieler einfach ins kalte Wasser zu schießen mit einem neuen System. Sie sind auch wach bleiben im Kopf. Kann man gut verstehen, dass der Muri, der Fuchs, das vielleicht sogar extra gemacht hat. Das ist jetzt schlecht rausgekommen. Aber längerfristig kann das System sicher auch gute Auswirkungen haben. Was wird der Murat Yakin für Lehren ziehen aus diesem Spiel gegen Thun? Ja, wir haben nach dem Spiel zusammen geredet. Er hat sicher eine willige Mannschaft. Das hat man auch gesehen dort, obwohl es nicht vieles gelungen ist. Dass vieles zum Arbeiten ist und dass er sich auf die Mannschaft fokussieren muss, glaube ich. Dort ist viel Potenzial. Ja, Jan hat es gesehen, Jan Bammert. Aber es braucht schon noch viel Arbeit. Ja, das hat er sicher mitgenommen und da ist der Muri in der Richtung dort. Beim FCZ, der Gegner, dort haben sie im Moment auch Dreifachbelastung. Sind dort auch Rotationsthema, jetzt mit Blick auf die nächste Woche, auf das Spiel gegen Ludogorets? Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage, die sich stellt, natürlich, wenn sie international dabei sind. Aber die Kader sind so aufgestellt, dass sie halt, das auch abfangen können. Aber schlussendlich sage ich immer, als Spieler willst du spielen. Und so mehr Spiel, das du hast, desto glücklicher das bist. Das heisst, vielleicht ist der Fußballer manchmal ein bisschen faul, trainierst lieber mal einmal weniger, dafür hast du ein Spiel. Die Spieler mögen das machen, die sind auf einem so Top-Level, was jetzt Kondition anbelangt, was die ganze Krafthaushalt anbelangt. Und dementsprechend könnte ich das stemmen, aber es tut sicher dem einen oder anderen Spieler mal gut, dann vielleicht mal ein Spiel durchschnaufen. Der Steven Odey hat am Wochenende gegen Luzern getroffen. Schafft er es langsam, so ein bisschen aus dem Schatten zu kommen, von Michi Frey und Raphael Dwamena?
Oder ist das noch etwas verfrüht, so etwas zu sagen? Nein, ich glaube nicht. Es ist jetzt wirklich, ja, also die Wellen sind ruhig geworden. Zuerst gemacht, das ist wieder ruhig. Sie haben super gemacht, auch intern. Und jetzt können wieder die Spieler zeigen, dass sie die Lücken füllen können, die jetzt entstanden sind. Er ist sicher allein davor. Er hat wenig Konkurrenz davor. Kommt er vielleicht anders. Jetzt mit dem Stürmer von Lugano ist es wieder anders geworden. Aber er hat sicher den Schritt vorwärts gemacht und weiss, wo mehr Verantwortung zu übernehmen ist. Ja. Kommen wir noch zum letzten Spiel, zu dem zwischen GC und dem FC Thun. Seit GC gegen Xamax gewonnen hat, sieht das Leben des Niederhasli zumindest ein bisschen schöner aus. Optimismus macht sich breit bei den Grasshoppers. Der 3:1-Erfolg über Xamax sorgt für Auftrieb im Team. Everything is a little bit easier, more people with a smile on their face in the morning. So a win always change a lot, especially if you been having a hard time like us. So it always helps a lot in the club when you win. Nach dem überraschenden Cup aus gegen Stade Nyonne hagelte es seitens der Fans heftige Kritik. Für uns ist wichtig, nach vorne zu schauen. Jetzt müssen wir nicht schon wieder den Cup aufwerten, weil wir haben ja jetzt gewonnen. Also man hat ja gesehen, wie die Fans mit uns gefeiert haben. Also wir sind ein Team, Fans und Mannschaft und der Verein. Und da kann man sich auch schon mal raue Worte sagen, das passt dann schon. Das Ziel bleibt ein Europa League Qualifikationsplatz. Mit einem Sieg gegen den FC Thun würde GC bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten aus dem Berner Oberland heranrücken. When everybody works together and we are at home, I think we can beat every team there. So, but we need a really good game, really good performance from the team to win Thun. Die Konzentration auf das eigene Spiel steht im Vordergrund. GC will den Ton angeben. Ja, wir haben auch ein paar gute Spieler, wir müssen uns ja nicht vor Thun verstecken, aber wir brauchen natürlich volle Leistungen, um Thun zu schlagen. Das wissen wir auch, sie haben gute Spieler, wie Sie gerade schon erwähnt haben, aber man sollte jetzt nicht zu viel darauf eingehen, sondern man sollte schauen, dass wir den Gegner so beschäftigen, dass sie sich überlegen müssen, was sie tun. Ja, der Thorsten Fink, der strotzt richtig sofort positiver Energie. Und jetzt hat er gesagt, jetzt hat man mit den Fans geredet. Jetzt geht es natürlich darum, dass man zum ersten Mal in dieser Saison wirklich auch zweimal hintereinander gewinnen kann. Warum hat man das bis jetzt noch nicht geschafft? Ja, ich bin überrascht über seine positive Art, die er ausstrahlt. Finde ich auf die einen Seite gut, aber... Aber ist es authentisch oder ist es so ein bisschen... Nein, es ist schon eine gewisse Selbstsicherheit, die er, glaube aus seinen Grundcharakteren auch mitbringt. Aber ich sehe die Situation bei GC trotz dem Sieg noch nicht so rosig, wie er jetzt da strahlt, auch der Sigurd Jonsson die Zuversicht ausstrahlt. Ist es also, noch nicht der grosse Befreiungsschlag jetzt gegen Xamax? Für mich ist es ein bisschen grotesk, wenn ich ehrlich bin. Ganz ehrlich, man ist im Cup rausgefallen und gewinnt gegen Xamax daheim. Das ist gut, da kann man Freude haben. Es fehlt mir gleich so eine gewisse Demut. Also da geht man rein, tut sich bedanken und dann macht man kein Thema. Jetzt ist die Atmosphäre viel besser. Ich bin ein kritisch begehrt, das ist so. Aber da so ein Ruhe bewahren. Und das ist ein Sieg gegen Xamax daheim. Also, wo seht ihr GC grundsätzlich in die Tabelle? Ja, ich sage immer, momentan ist unsere Meisterschaft ist immer so, hast IBE, wo von vorne weg ist, wo wir nicht diskutieren. Und dann hast du einfach, sagen wir mal, den grossen Rest, wo vielleicht 4-5 Mannschaften um die Obertabellenhälfte mitspielen. Im Moment sind sie 8, also eher gegen AB oder eher gegen ich sehe GC, wenn man jetzt von Europa-League-Plätzen redet, klar, muss sich an Ziel orientieren. Und als Grasshopper-Club ist das auch richtig so. Aber ich glaube, die Realität sieht momentan eher nach unterer Tabellenhälfte aus. Er hat noch gesagt, sie müssen sich nicht vor dem FC Thun verstecken, aber sie müssen unglaublich aufpassen vor Tossetti, Spielmann, Sorgic. Benni, du kannst das gut beantworten. Wie bekommt man die in den Griff? Ja, es ist schwierig, weil Thun als Gesamtes sehr eingespielt ist und die drei können aus einem stabilen Grundgerüst agieren, können Varianten hineinbringen, Geschwindigkeit. Es ist schwierig, die Griff zu bekommen. Ich habe das Gefühl, auch wenn es geht, daheim. Also, da müssen sie sehr aufpassen. Mit einer Kompaktheit sicher von hinten raus, mit einer Kontrolle über das Spiel. Das macht sicher viel aus. Also, Ballbesitz hilft sicher viel. Aber Konter ist Thun halt immer sehr, sehr gefährlich, hat man am Samstag auch gesehen.
Der FC Thun ist aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Du bist dort sehr nah dran. Von wem ist das der Verdienst? Kann man so ein eine Person herausheben? Sicher auch das Gesamte, aber vielleicht eine Person besonders. Papi hat mir gesagt, dass es keine sein. Ich würde sagen, zwei Personen. Es ist sicher mein Vater, der einen super Job macht, der den Grundwert reinbracht vor 5-6 Jahren. Ich kann mich erinnern an seine erste Ansprache. Die hat gefruchtet. Der gesamte Verein wirkt so. Aber sicher im Operativen ist der Endo Gerber eine extrem wichtige Person, die das dann transferiert gegen runter zur Mannschaft. Und das Zweigespann, das ist Gold wert für FC Thun. Da finde ich noch ein. Also, nebst dem haben sie jetzt auch wieder den richtigen Entscheid getroffen, dass Marc Schneider, der noch nicht die Erfahrung hatte von einem Super League-Trainer, aber dass sie ihn installiert haben und in Ruhe arbeiten lassen haben. Und das sind alles so kleine Sachen, die dann Kontinuität, Ruhe reinbringt. Und eben, wir haben auch auf diese Saison haben wir einige Spieler wieder können halten, was auch nicht selbstverständlich ist von Thun. Und dementsprechend funktioniert es. Super. Merci vielmals. Wir sind Schluss für Sendung. Dankeschön. Ja, und euch daheim wünsche ich ganz einen schönen Abend. Heute geht es eben ein bisschen früher weiter mit Schurten. Um 8 Uhr ist Abpfiff im letzten Grund zu GC gegen Thun. Wir sind ab der 19:30 für euch da. Macht es gut. Ade miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.